Servus und willkommen zurück zu Russian Fishing 4. Ich stehe gerade an der alten Festung auf 3558 hier oben. Hier aus dem Tor raus, nach links und dann hier ranstellen, nahe der Brücke. Ich habe mich erst irgendwo hier unten hingestellt. Auf Amur mit Honig Pop-up, wilder, ja doch, ja Honig Pop-up und Kokosane Pop-up und wilder Honig Dip. Auf Amur, da war die Frequenz extrem wenig und was war noch wenig? Das Gewicht war wenig. Also ein 4 Kilo schwarzer Amur, dann nochmal ein 6 Kilo Schuppi. Also war jetzt nicht so fett. Dann habe ich probiert umzusteigen auf Kartoffeln. Da ist die Frequenz dann ein bisschen hochgegangen. Sind aber dann 700 Gramm Karauschen mit rangegangen. Ja, und das, da habe ich mir dann gedacht, nee, ist nicht so geil. Dann habe ich im Chat gesehen, der Aal läuft. Dann habe ich schnell geschaut, auf was läuft er denn? Ja, Frosch und, Moment, können wir schnell mal schauen hier. Frosch und Fischfetzen. Dann bin ich eben hier an diese Position. Es war ungefähr diese Uhrzeit. Dann habe ich ausgeworfen einmal Fischfetzen, Tauwurm und Käse, glaube ich, war es. Auf Fischfetzen ist eine kleine Schläfergrundel gegangen. Auf Käse sind sehr viele Schleien dran gegangen. Kann ich schnell schauen hier. Käsewürfel. Okay. Der war jetzt auf Mistwurm. Tauwurm. Tauwurm. Okay, da habe ich schon wieder auf Tauwurm umgestellt gehabt. Der Aal ist dann auch auf Tauwurm reingegangen. Kleiner. Da dann nochmal einer. Ziemlich spät sogar. Und da dann wieder Käsewürfel. Käsewürfel. Käsewürfel und Käsewürfel. Genau. So. Mein Ziel ist es, wie ich schon gesagt habe, auf All. Alland sogar. Und ja. Jetzt, also hier die Frequenz ist einmal super. Auch mal 6 Minuten Pause, aber ansonsten 4 Minuten Pause. Einer nach dem anderen. Nur die Größe stimmt halt noch nicht so. Und der Zielfisch ist auch noch nicht so. Rausche. Also ich stehe hier mit Zweierhaken, 7,7er Fluorovorfach, 6er Haken. Oh, da habe ich das Vorfach noch nicht geändert. Mache ich später. Und hier auf der kleinen Route 4,4er Fluorovorfach. Und 5er Haken. Dann auf Mistwurm oder Tauwurm. Jetzt muss ich schnell schauen nochmal. Sind ein Haufen Brassen reingegangen. Mistwurm. Mistwurm war's. Sind ein Haufen maßige Brassen reingegangen. Der jetzt mal auf Tauwurm. Aber war echt nicht schlecht. So, was habe ich jetzt da dran? Also Tauwurm, Mistwurm und Regenwurm ist es. Mir ist aufgefallen beim Aal,
bei den zwei kleinen Aalen, die ich gefangen habe, die haben gebissen. Dann hat es einmal Platsch gemacht, wie wenn der Fisch rausgesprungen wäre, beziehungsweise der Aal. Und das war genau bei diesen zwei Aalen. Ich weiß nicht, ob das mittlerweile. Oh Gott, was ist das jetzt? Kaulbarsch, alles klar, hä? Ich weiß nicht, ob das mittlerweile Absicht ist, ob das dann bei jedem Aal so ist, dass der dann aus dem Wasser rausplatscht, oder ob das nur bei den Kleinen so ist. Auf jeden Fall gehe ich hier auf All. Eigentlich, aber naja, solange ein bisschen Beifang mit dabei ist, kann man das auch mal mitnehmen. Und vor allem die Frequenz hier gerade ist richtig gut. So, wenn er mal beißen würde hier. Zack, der nächste. Ja, schaut nach Brasse aus. Ja. Ich bin gerade am Überlegen, ob ich nicht auf Käse noch mit wechseln soll. Dass ich den mit. Na super, hat losgelassen. Dass der Mistwurm an die kleine Rute hingeht und auf die dann Käsewürfel. Aber auf Nacht, glaube ich, geht der Käsewürfel nicht so gut. Na, jetzt halt auf geht's, beißt's endlich mal. Dieses Rumgenuckel an die Würmer, hä? So, perfekt. Was haben wir da? Ein winziger Amur. Der wird jetzt dann zu Fischfetzen gemacht. Was haben wir hier? Ein Giebel. Halt! Vorfach ändern, 7,7er Fluoro. Ui, das ist was Größeres und es ist ein Barsch. Ja, aber ein großer Barsch. So. Auf Regenwurm. Gut, jetzt wird's langsam dunkel. Und ich würde sagen, ich melde mich dann, wenn ich was Interessantes fange. Oh, so, 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 so. So, jetzt haben wir wieder da, wo wir vorher waren. Und zwar habe ich. War eine gute Frequenz, aber leider nicht die Fische, die ich wollte. Jetzt warte ich noch schnell auf den. Die anderen zwei Routen habe ich schon eingepackt. Ja, hoffen wir mal, dass er dran ist. Jawohl. Sommer. Ein Giebel. Also. Keinen Aal. Ein Haufen unmaßige Brassen, dann aber auch ein Haufen, ja, was heißt ein Haufen? Fünf maßige Brassen, eine Schleie, Karausche, Giebel, Rotaugen, einigermaßen großer Barsch. Aber ansonsten war da nichts dabei. Schaue ich mal schnell ans Café, ob ich da was abgeben kann.
Ansonsten alles, was ab 500 Gramm und höher ist und nicht maßig ist, durch zu Fischfetzen verarbeiten. So, Giebel können wir auf jeden Fall abgeben. 4 Stück. Karauschen haben wir keine 7. Rassen haben wir auf jeden Fall genügend. Rotaugen haben wir nicht so viele. Barsch haben wir auch nicht. Kalbarsch auch nicht. Aal auch nicht. So, dann mache ich jetzt mal schnell Fischfetzen. Die Brassen eignen sich immer ganz gut für Fischfetzen. Ich habe auch viele wieder reingeschmissen. Untermaßige Brassen, die ich zu nix hernehmen kann. Da brauche ich keine 3, 0,03 Silber. Da verzichte ich lieber drauf. Und nimm lieber gescheite Fische mit. So, dauert jetzt einen Moment, bis ich da durch bin. Den Amur auch gleich. Jawohl. Skillpunkt. Erfahrung, hey, Köderbeschaffung wird jetzt gerade hart geskillt. Obwohl ich keine Happy Hour gerade habe. Schön. Das gefällt mir. Ich glaube, die Schleien tue ich auch mit Fahrwursteln. Die bringen auch nicht so viel Geld. Die auch gleich. Dann haben wir noch was? Nö, die noch. Jawohl, sehr schön. Gut. Jetzt 153, was bringt? Oh, die bringen sogar schon richtig Asche. Was? Ja, die Quappe bringt natürlich auch noch was. Oh, ich habe sogar nur untermaßige Fische mit drin. Schande über mein Haupt. Habe ich noch eine gewinnen? Egal. Egal. So, in bisschen mehr als einer Viertelstunde. 153 Silber. Ja, kann man machen. Wenn es natürlich ein bisschen mehr Aale geben würde, wäre es noch besser, aber taugt schon so. Gut, dann sage ich vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Servus.